Klinik am Südring. Dr. Georg Becker ist kurz davor, den Feierabend einzuläuten, als ein blutender Mann in der Notaufnahme eintrifft. Obwohl der Patient den Unfall herunterspielt, merkt der Arzt sofort, hier steckt mehr dahinter. Ich habe dir mal einen Patienten mitgebracht. Guten Abend. Mein Name ist Becker. Ich dachte, ich hätte Feierabend. Hallo, wer sind Sie? Bender, mein Name. Ja. Herr Bender. Meine Freundin Melanie. Hallo. Dann kommen Sie einmal durch. Nehmen Sie Platz, Herr Bender. Ja. Was ist denn passiert? Ich bin heute war die Einkäufe, also Getränkekisten. Ich bin einfach ausgerutscht. Voll auf eine Kiste und. Naja, also ausgerutscht ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, ich. Gott. Wir machen also, immer kurz an den Monitor, ja? Ich habe hier gerade so einen Puls von 100 plus. Der Arm tut voll weh. Ja, ganz langsam. Legen Sie sich erstmal hin, Herr Bender. Ja? Ah, ja, klar, das geht. Langsam, langsam, langsam. Ich mache ein bisschen hoch, ja. So, wo tut denn überall was weh? Also der Arm ist echt ziemlich, also fühlt sich echt nicht gut. Dann ist echt ziemlich einmal. Und hier, also da auf der Seite. Arm, Brust, noch irgendwas? Sie sind aber hier ganz alleine hingekommen. Also ja, Sie beide. Okay. Also Sie konnten laufen, Sie haben sich komplett an den Sturz erinnert. Kein Film. Ich muss Sie einmal entblößen hier. Aber Sie wissen auch nicht, ob Sie gestolpert sind, ob da irgendwas lag. Also für mich sah das ehrlich gesagt eher aus wie ein Schwächeanfall oder sowas. Ach Quatsch, ich bin halt gestolpert und voll auf das Getränk. Ja, aber mir ging es die letzten Tage auch schon nicht gut. Also kannst du das ruhig sagen? Die Röntgenabteilung soll bitte noch mal da bleiben. Ja, also, ja? Ich habe nicht nach Hause gehen. Beim Untersuchen der Extremitäten fielen dann sehr starke Schmerzen am linken Ellenbogen auf. Man konnte dem Patienten kaum das Hemd ausziehen. Hier lag durchaus auch der Verdacht auf eine Fraktur vor. Am Thorax linksseitig fand sich im Bereich der unteren Rippen in der vorderen Axillarlinie auch ein ausgeprägtes Hämatom und eine sehr deutliche Druckschmerzhaftigkeit. Also hier tut gar nichts weh, aber hier, wenn ich anfasse, schon. Ja. Ich hätte gerne eine Röntgenaufnahme vom knöchernen Hemithorax links. Aber sagen Sie mal, was ist das hier denn für eine Narbe, Herr Bender? Vom Motorradunfall. Ja, genau. Hatte ich vor ein paar Jahren. Die Angabe der Freundin des Patienten, dass diese perfekt verheilte, mittige Narbe von einem alten Motorradunfall herrührt, war absoluter Blödsinn. So eine Narbe, die so gut verheilt, wurde mit Absicht produziert, und zwar im Rahmen einer größeren Operation. Größere Operationen hinter dem Brustbein beschäftigen sich fast immer mit dem Herzen. Okay. Herr Bender, bitte. Ich bin Arzt. Ja, also, das können Sie Ihrer Großmutter erzählen, aber nicht mir. Das ist kein Motorradunfall. Was war das? Ja gut, ich hatte... was ich das jetzt für... Ich meine... Ja, soll Ihre Freundin rausgehen so lange? Ich bin mir eigentlich ganz lieb, aber ich hab... Aber ich meine, also ich glaube nicht, dass Sie da irgendwas was mit bessern, wenn Sie sie jetzt rausschicken. Also warum haben Sie diese Narbe? Ja Gott, ich hatte einen Bypass. Das ist okay. Ja. Stefanie, Labordiagnostik. Ja, CKMB, Troponin, ja. Komplette kardiologische... Ne? Programm, ja. Mhm. Also Monitor ist in Ordnung, aber wir schreiben auch noch ein EKG, ja? ST-Hebung kann man hier so schlecht machen. Das war halt eine heftige Zeit. Ich hatte ein paar leichte Herzinfarkte hintereinander. Und den ersten habe ich gar nicht gemerkt. Und dann, also gut. Gut, deswegen heißen die auch stumme Infarkte. Es ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass ein 38-jähriger Mann, der schlank ist, der offenbar sich auch körperlich betätigt, eine koronare Herzerkrankung bekommt. So einen Infarkt kann man dann am besten anhand der Laborwerte CK, CKMB und Troponin erkennen. Haben Sie extrem viel Stress gehabt damals? Ja, ziemlich. Und danach war es einfach, es ging mir danach gut. War dann Schwester Stefanie, wir sollten vielleicht auch eine Diazepam. Ich hab dir davon meine Ex erzählt. Ja? Eine kleine. Warum hast du mir davon nichts gesagt? Ja, wollte halt nicht, dass du es weißt. Ich meine, ich habe keine Lust auf diese Mitleidstour. Wieso Mitleid? Also ich meine, hallo, ich habe gedacht, wir sind ehrlich zueinander. Ja, schon, aber weißt du, meine Ex, die hat mich verlassen deswegen. Ich hab dir doch erzählt, die ist... Herr Bender, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Sie müssen uns jetzt bitte noch sagen, ob Sie Medikamente nehmen. Verschriebene oder nicht verschriebene? Ja, ich habe so ein Blutdruckhemmnis eben, aber das nehmen Sie? Amipril? Ja.
Ramipril niedrig dosiert, 2,5 oder 5. Das sind ist eher niedrig. Das Ramipril erklärt nicht die Herzfrequenz und den momentan sehr niedrigen Blutdruck. Also wir müssen die komplette Infarktdiagnostik machen. Das Blut ist ja schon abgenommen. Sie kriegen auch noch mal ein weiteres EKG geschrieben. Aber im Moment ist die Abklärung der beiden möglichen Brüche noch vordergründig, weil sie kreislaufstabil sind. Wir sehen uns nach dem Röntgen noch mal hier. Vielleicht fällt Ihnen noch irgendetwas ein, dann, was Sie vielleicht unabsichtlich... Ja, bitte. Ich habe dir nur eine Patientin rübergesetzt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Die klagt ganz doll über Bauchschmerzen. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Gisela. Hier ist der Rollstuhl. Bitte nicht mehr laufen lassen. Ja, genau. Ich möchte, dass er gefahren wird. Okay? Ja. Während in der Radiologie der Herzinfarktverdacht näher untersucht wird, kümmert sich Dr. Georg Becker um seine nächste Patientin. Die 16-Jährige ahnt nicht, dass dieser Arztbesuch alles auf den Kopf stellen wird. Hallo, Becker ist mein Name. Frau Wolfe und die Mutter und der Freund. Sie hat starke Unterleibsschmerzen. Seit wann denn? Heute Morgen. Ich bin zum Sport gegangen, ganz normal. Und auf einmal zieht es mich bei jeder Bewegung. Legen Sie sich doch mal bequem dahin. Wie lange machen Sie denn schon Sport? Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen. Wegen? Warum sind Sie auf einmal motiviert? Ich wollte ein bisschen abnehmen. Okay. Ja, danke. Nachdem wir den Bauch etwas freigemacht und die Hose geöffnet hatten, fiel auf, dass die Nierenlager völlig unauffällig waren. Direkt über der Blase bestand auch keine Druckschmerzhaftigkeit, wie bei einer Zystitis durchaus üblich. Aber es gab eine ganz interessante Beobachtung, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Seit wann ist das hier denn da? Seit ein paar Tagen erst. Seit ein paar Tagen erst. Das tut aber gar nicht weh. Wenn ich hier hinten klopfe, tut das weh? Nein. Wenn ich so über dem Knochen hier drücke, Blasenbereich, so ein bisschen? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Nein. Und wenn Sie Wasser lassen müssen, da tut es überhaupt nicht weh? Nein, gar nicht. Okay, das hast du schon mal gesehen? Mhm. Ja, ich auch. Mhm. Alina, sowas passiert unter hormonellen Änderungen. Haben Sie vielleicht eine neue Verhütungsmethode? Oder mit welchem Mittel verhüten Sie, wenn Sie das tun? Seit ein paar Monaten mit der Pille. Seit ein paar Monaten mit der Pille. Und da hat sich aber so an der Periode nicht viel verändert? Mhm. Okay. Die ist immer da gewesen. Okay, Alina, darf ich das so hier in Anwesenheit von Ihrem Freund und Ihrer Mutter alles besprechen? Was ist denn los? Ja. Also, das ist folgendermaßen. Die hormonelle Veränderung kann eine ganz natürliche Ursache haben. Mhm. Zum Beispiel eine Schwangerschaft. Es ist glaubhaft, dass Ihre Freundin, Ihre Tochter die Pille regelmäßig nimmt. Aber eine kleine Unsicherheit gibt es. Zum Beispiel dann, wenn man Durchfall hat, wenn man erbrechen musste, dann kommt halt nicht genügend Wirkstoff an. Und speziell bei niedrig dosierten Pillen kann es dann dazu führen, dass eine Schwangerschaft eintritt. Ich habe sie immer genommen, wirklich. Wir machen jetzt erstmal den Test, ne? Bevor Sie sich jetzt zu große Sorgen machen. Ich denke, dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir das schwarz auf weiß haben. Ne? Wir machen den Urintest, der ist sehr sicher. Ne? Wir machen dann, sollte er positiv sein, auch eine Blutabnahme. Ne? Also bevor Sie jetzt in Tränen ausbrechen. Wenn Sie möchten, können wir dann nachher noch einen Ultraschall machen, bevor wir Sie dann in die Gynäkologie schicken. Wenn du magst, kannst du dich mal hinsetzen, dann gehe ich mit dir auf Toilette. Diese ziehenden Schmerzen können schon mit dem Sport ein bisschen zu tun haben, Muskelkater. Nicht zu erwarten, im Gegenteil, es ist gar keine so schlechte Idee, wenn Sie da ein bisschen Sport machen. Eine gesunde Schwangerschaft übersteht ausgesprochen viel. Und viel Bewegung ist sicherlich gerade bei übergewichtigen Schwangeren eine hervorragende Idee, um sie auf das durchaus anstrengende Geburtserlebnis vorzubereiten. Und dann gehen wir beide mal auf Toilette. Ich warte natürlich draußen, ne? Aber bist jetzt erstmal nicht alleine. Und ich sehe Sie dann alle nachher noch zum Bis das Ergebnis des Schwangerschaftstests feststeht, kann Dr. Georg Becker die Röntgenaufnahmen des herzkranken Patienten in Augenschein nehmen. Einen Infarkt kann der erfahrene Mediziner danach ausschließen. Dennoch steht fest, der 38-Jährige verschweigt immer noch etwas. Also es ist eine Rippenfraktur, Herr Bender. Das fühlt sich auch so an. Ja, da, aber die Lunge ist voll entfaltet, passt zum Atembefund. Mhm. Hier ist nirgendwo was zu befürchten, dass die Lunge zusammenschnurrt. Therapie heißt relativ hochdosiert Schmerzmittel. Auffällig blieb jedoch seine Kreislaufsituation. Er hatte immer noch einen der Situation unangemessen niedrigen Blutdruck bei hoher Herzfrequenz. Hier war noch keine Lösung
in Sicht, zumal auch der Infarkt inzwischen durch die Laborwerte ausgeschlossen werden konnte. Sie sind ja echt eine verschlossene Auster hier. Ich möchte jetzt wirklich mal genaue Angaben haben, was Sie noch nehmen und wenn ja, warum. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie haben keinen neuen Infarkt, Ihr Blutdruck ist schlecht, Ihre Herzfrequenz ist schlecht. Ja. Eigentlich haben Sie ein tolles OP-Ergebnis offenbar und Sie sind wirklich wieder fit. Aber warum ist Ihre Kreislaufsituation so schlecht, dass Sie umfallen, wenn Sie eine Wasserkiste tragen? Ja, stimmt schon. Also mir ist schon ziemlich schwummrig in den letzten Wochen, zwei Wochen. Aber ja, aber an einer Minidosis Ramipril kann das beim besten Willen nicht liegen. Nee, das Zeug habe ich ja immer vertragen. Es ist halt das Einzige, was ich nehme, ist also höchstens mal so ein hat mich drauf gebracht. Entschuldigung. Das nennt sich so ein Haarwuchsmittel, weil, ich meine, sehen Sie ja, das ist nicht mehr so ja, doll. Ja gut, aber das ist androgenetische Alopezie, sprich Geheimratsecken und so ein bisschen Tonsur. Gut, und ich meine, das wird halt auch immer schlimmer. Was für ein Mittel? Das nennt sich, Gott, wie heißt denn das? Minoxidil. Ja, das kennen Sie auch, oder was? Naja, wissen Sie, dass das ein verunglücktes Blutdruckmittel ist? Nee, ja, Minoxidil, den Wirkstoff, hat man entwickelt, um unbeherrschbaren hohen Blutdruck in den Griff zu kriegen. Wenn alle anderen Mittel versagen, dann kann man Minoxidil benutzen, muss aber mit deutlichen Nebenwirkungen rechnen. Wassereinlagerungen, Herzrasen, all das, was Sie auch so anbieten. Unser Patient hat nach langem Rückfragen dann zugegeben, dass er zur Haarwuchsförderung Minoxidil benutzt, was man oberflächlich auf die Kopfhaut aufträgt. Er hat die Gebrauchsanweisung nicht gelesen und ihm war überhaupt nicht klar, dass es sich eigentlich um ein hochwirksames, blutdrucksenkendes Präparat handelt, das er auch noch in einer deutlichen Überdosierung angewendet hat. Seit wann nimmst du das denn? Ach so, einmal. Ich wusste davon nichts. Naja, das ist schon ziemlich, es sind schon ein paar Wochen. Ich mache Ihnen mal das Kopfteil was hoch. Ich weiß nicht genau, das ist also so die verkrampft. Dann können Sie sich, glaube ich, ein bisschen wissen besser. Wissen Sie, was das größte Organ des Körpers ist? Die Haut, oder? Mhm. Gut. Und die Haut ist durchaus in der Lage, Austausch mit der Umgebung zu haben. Deswegen gibt es ja zum Beispiel hochwirksame Schmerzmittel als Pflaster. Okay. Wenn Sie einen blutdrucksenkenden Wirkstoff jeden Tag 3- oder 4-mal so oft wie empfohlen in Ihre Kopfhaut einmassieren, dürfen Sie sich, Entschuldigung, eigentlich nicht wundern. Dann wirkt nämlich die blutdrucksenkende Komponente doch deutlich spürbar. Weil ich meine, du hast es überhaupt nicht nötig. Na, gucken Sie mal, wenn das kein Kompliment ist. Nein, jetzt mal ernsthaft, das ist doch scheißegal. Das sind fucking Haare, rasierst du die halt ab. Bruce Willis hat auch eine Kurzhaarfrisur und alle finden den toll. Ja, ich finde den auch toll. Echt? Ja, ich finde den gut. Also ich meine, stell mal vor, was da alles hätte passieren können. Ja, klar, gut, ich meine, war schon doof. Ich hätte es natürlich vorher lesen müssen, klar, aber ich wusste das nicht. Wenn die Wirkung des Minoxidil nachlässt, wird sein Blutdruck wieder etwas ansteigen und die Herzfrequenz runtergehen. Es besteht für ihn da keine akute kardiale Gefahr. Er sollte natürlich trotzdem seinen Kardiologen regelmäßig aufsuchen und demnächst Gebrauchsanweisungen lesen und vielleicht auch mal googeln, was denn Minoxidil ist. Ein absolutes Reservepräparat für nicht beherrschbare Blutdruckriesen. Ich muss den armen Kerl jetzt hier mal ein bisschen unterstützen. Er hat natürlich seit dieser Erfahrung mit dem Infarkt Angst. Schlichtweg Angst. Aber wenn man über Angst spricht, Herr Bender, wird sie schon weniger. Yeah. Und wenn man Leute mag, sollte man es zumindest mal mit Vertrauen versuchen und nicht nach einem Fehlgriff das Handtuch werfen. Ich meine, die erste Frau oder die letzte Frau vor ihr, da müssen Sie doch eigentlich froh sein, dass die weg ist. Ja, klar. Klar, ich habe... Also versuchen Sie es doch jetzt mal mit etwas mehr Offenheit. Ja? Nach dem Absetzen des Haarwuchsmittels sind die Beschwerden des 38-Jährigen sofort zurückgegangen. Die gebrochenen Rippen sind komplikationslos verheilt. Unterdessen steht fest, ob die Schülerin mit den unerklärlichen Bauchschmerzen tatsächlich schwanger ist. So, möchtest du es sagen oder soll ich es verkünden? Machen Sie es. Ja, also gehen wir erstmal rein, setz dich erstmal hin. Es ist jetzt so, also Sie werden dann wohl Großmutter und Sie Vater. Der Test ist positiv. Nein. Komm, setz dich erstmal hin. Also sie ist sehr geschockt, ihr geht's gerade nicht so gut, das ist alles verständlich. Alles, dass die Familie sich dann nachher im Arm liegt bei der Diagnosestellung, sag ich mal, ist natürlich immer sehr schön für uns zu sehen. Und das hat mich wirklich sehr für die junge Patientin gefreut. Na, das ist doch schon mal
Sehr beachtlich, was man da sieht. Sieht aber so doch gesund aus, ne? Erstmal. Vor allem sieht das schon ziemlich groß aus. Ja, ja, das. Ich bin kein Gynäkologe. Ist es doch zeitgerecht? Beine, Hände, Arme, Kopf, Bauch. Also ich würde mal sagen, das ist so locker 16. Woche. Ja. Also die Schwangerschaft wird etwas kürzer als für die meisten Leute. Die ersten 3,5 Monate haben sie hinter sich. Nach dem ersten Schock freut sich die 16-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter und dem werdenden Vater auf ihr Baby. Der Gynäkologe hat bestätigt, dass es dem ungeborenen Kind gut geht und es sich altersentsprechend entwickelt. Mittlerweile hat das junge Paar sich sogar verlobt.